Hallo 16 Bars TV. Wir sind die Orsons. Beziehungsweise fast. Jetzt geht's live richtig rund. Ja. Richtig. Als bei uns und man dem Chef aufs Wort gehorcht fast wie ein Hund. Die man dort übrigens auch isst im Restaurant. Dam, da, dam, 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 da, dam, dam. Da gab's den Sänger und der war noch ziemlich jung. Der hat nicht gerne Fernsehen oder Radio gesungen, sondern direkt vor dem Publikum. So wie wir hier gerade, hallo. Zurück zur Story, er hat wie gesagt gesungen. Und zwar die traurigsten. 16bars.de heute mit den Orsons, also fast den Orsons. Ich habe gerade erfahren, die haben sich zerstritten, darüber reden wir später nochmal. Und vis-à-vis. Und ich habe eine kleine Überraschung für euch mitgebracht, weil ich ja weiß, dass ihr jetzt hier viel unterwegs seid. Ihr seid ja schon große Popstars, so nach dem Motto. Ich habe ein Spiel vorbereitet, also nicht ich direkt, aber das Scheiße-Quartett habe ich mitgebracht. Kennt jemand das? Ich kenne das. Hast du schon mal gespielt? Also ich habe es mir zumindest so angeguckt, wir wollten das dann saufmäßig spielen, aber dann haben wir irgendwie nur gesoffen. Man kann es auch in der Sauf-Variante spielen, aber ich glaube... Also wie ist heute in der Sauf-Variante? Wenn ihr Alkohol da habt, dann können wir es auch in der Sauf-Variante spielen. Ich glaube noch nicht, wir haben keinen Alkohol da. Dann eben ohne. Geht, ist aber trotzdem lustig. Also folgende Spielregeln, wir machen das jetzt so, immer eine Frage und eine Runde Kacke-Quartett. Und am Ende gibt es halt den Kacke-König des Tages, der die meisten Karten hat. Wir könnten den Titel eigentlich einfach auch so an Tua geben, aber wir spielen das drauf. Ja, Tua ist der, der nicht da ist. Kacke-König. So, dann, ihr könnt euch ja schon mal einzeln kurz hier ein bisschen nochmal vorstellen, damit auch die anderen wissen, wer nicht da ist. Und ich sortiere derzeit die Karten. Hallo, ich bin Plan B, ich bin nicht da. Ein Viertel der Orsons, der mit der Brille, wahlweise. Hi, ich bin Mackis, noch ein Viertel der Orsons. Ja, ich bin der Kars, auch ein Teil der Orsons, ein Teil von Twilight Zone, ein Teil vom Flamingo KZ. Noch nicht. Und ein Teil von Basquiat. Und ein Teil von der Optik Boom Soldier Gang. What else? Sprich ruhig weiter noch. Und ein Teil von. Hat man nicht noch eine Gang? Eastside Boys. Ich bin ein Teil der East. Boah, ich bin ein Mitglied der Kackeblackers. Flamingo KZ habe ich schon gesagt. Ja, das waren meine Bands. Super, perfektes Timing. Hier sind deine Karten. Es darf immer nur die oberste angeguckt werden, natürlich. Fangen wir jetzt an? Ja, aber jetzt kommt noch die Überraschung. Hier steht nämlich in den Spielregeln, original, es beginnt derjenige, der zuletzt kacken war. Dies gilt es im Gespräch herauszufinden. Also ich war ziemlich früh heute, als wir aufgestanden sind, so vor dem Frühstück sogar noch. Das heißt, ich bin, glaube ich, fast raus oder wart ihr früher? Ich war nach dem Frühstück kacken. Verstehe ich. Sollst du dir die anderen noch nicht angucken? Ich habe noch nicht geschissen heute. Frauen machen ja sowas generell nicht, von daher darfst du beginnen. Nur damit die Hörer, die Zuschauer meine ich natürlich, informiert sind. Es gibt hier so Kategorien wie bei Autokarten. Wir haben hier Stinkfaktor, Schmerzfaktor, Spülbarkeit und es geht natürlich darum. Wahrscheinlichkeit gibt's. Wie wahrscheinlich ist es das? Und künstlerischer Aspekt natürlich noch. Alle Aspekte hier müssen. Und Schmerzfaktor liebe ich. Oh, nein, sorry. Ich lese auch nur vor. Okay, wir fangen einfach an. Wir sehen ja dann, du suchst jetzt eine Kategorie raus und wir müssen dich übertreffen. Ich habe die Karte Darmsprenger Hochquerschnittsschiss. Boah. Und Anzahl abwischen 4. Ihr müsst es jetzt übertreffen. Shit. Und ich darf nur diese oberste Karte jetzt nehmen. Ja. Natürlich. Anzahl abwischen 3. Boom, 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 boom. Welchen Schiss hast du? Der Faker. Man denkt, dass man muss und was kommt, trotz angestrengten Pressens ans Tageslicht, eine mikroskopisch kleine Wurst. Bei mir ist halt Abwischen Anzahl 6. Wow.
shit. Ich habe Anzahl abwischen auch 6. Das heißt, also erstmal gebt ihr die beiden Karten, legen wir hier schon mal in die Mitte. Kannst du dein Bein dafür hergeben? Na klar. So. Meine auch? Oder? Deine auch. Und jetzt müssen wir bei der nächsten Karte beide Anzahl abwischen. Okay. Was hast du? Müssen wir wirklich abwischen auch nehmen? 4. 3. Verstehst du? Mit wem hast du gewonnen? Mit dem Hochdruckschiss. Ich habe das Super U. Ja. Super U? Super schön, U. Schön gelegt. Hier, es schlängelt sich um ein riesiges staudammähnliches U im Klo zurecht. Andere Buchstaben sind auch möglich und durchaus erwünscht. Ich liebe es, wenn ein Mädchen so Kacksachen vorliest. Das klingt gut. Ich hasse es. Also, Liebe und Hass hier schon mal vereint. Jetzt gibt's erstmal die erste Frage, weil jetzt du führst schon mal, aber wir müssen hier auch ein bisschen. Jetzt, genau, zuallererst möchte ich mal wissen, was ist denn passiert mit Tour? Was, wieso ist er nicht hier? Er hat uns alles kaputt gemacht. True that. Hast du dazu noch so ein paar Hintergrundinformationen? Ich weiß nicht, wie viel wir schon verraten dürfen. Auf jeden Fall ist er ein Mongo. Tour ist ein Mongo. Und ob er raus ist, weiß ich nicht. Ich will da auch jetzt noch nichts dazu sagen, einfach. Werdet ihr heute Abend zu dritt auf der Bühne stehen? Ich hoffe nicht. Es wär sehr traurig. Gut. Ich kann mir jetzt nur meinen Teil denken. Das klingt auf jeden Fall sehr dramatisch. So, dann kommen wir noch dazu, weswegen ihr heute hier seid. Ihr seid Vorband von Fettes Brot. Nehmen euch die Fans an oder ist es schwierig? Wurdet ihr auch schon ausgebuht? Nee. Die Orsons geben sehr viel Liebe und kriegen sehr, sehr viel Liebe zurück. In Form von Rufen und Händen, die hochgehen. Schlüpfer wurden noch keine auf die Bühne geworfen. Aber das ist, glaube ich, weil die Fans keine Schlüpfer tragen von Fettes Brot. Uns kennt niemand, wenn wir auf die Bühne gehen. Und wenn wir von der Bühne gehen, kennt uns jeder. Das Habt ihr irgendwelche speziellen Tricks, wie ihr die Fans überzeugt? Wir spielen Kacke-Quartett mit denen. Nein, wir machen einfach eine schöne Live-Show, versprühen sehr viel positive Energie, haben ein paar Choreografien und das fügt sich alles zu einem tollen... und wir haben eigentlich die perfekte Länge der Show so. Also toll. Und das gefällt den Leuten und uns auch. Wir haben extra für das Fettes Brot-Publikum ein A Cappella geschrieben, das sich mit der... Vorband-Situation und so ein bisschen beschäftigt und das kommt auch immer sehr gut an. Danach haben wir sie dann meistens komplett überzeugt und die lieben uns ganz arg. Das habe ich sogar bei YouTube gesehen und fand es auch sehr witzig, muss ich sagen. So, nächste Runde Kacke-Quartett. Du bist dran. Du darfst jetzt natürlich eine Kategorie aussuchen. Also ich könnte euch so... Okay, ich mach mal so. Künstlerischer Aspekt 7,6. Dr. Evil. Was war das? Künstlerischer Aspekt. Künstlerischer Aspekt 7,6. Ja, da bin ich raus. 2,5. Ich bin auch raus. 5,3 Niagara-Schiss. Ich hab gewonnen. Ich hab die glückliche Robbe. 9,2. Oh Mann. Hätte ich dich auch beim Abwischen gehabt, weil da ist 24 Anzahl Abwischen bei mir. Anzahl Abwischen 3. Oh, dann hätte ich so gewonnen, Dr. Evil, Alter. Was macht Dr. Evil? Da war ja doch noch was. Man will abwischen und übersieht diesen kleinen tückischen Zipfel, der für ein schier endloses Abwischen sorgt und lachen würde, wenn er es nur könnte.